Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir mit Iggy gegen Vanilla Ice gekämpft und ich kann eigentlich hier nachgucken, was mache ich eigentlich? Ja, Polnareff gegen Iggy, Iggy gegen Vanilla Ice und davor haben wir Lisa Lisa gegen Cass gemacht. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir machen erstmal den und dann machen wir den Kampf. So, Spielerverteidigung gesenkt. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht bieten. So, ich muss noch kurz an meinem PC was machen. In Dios Anwesen kämpften Polnareff und Iggy um ihr Leben gegen Vanilla Ice, dem Anwender des Stan Scream. Meine Güte, die ganzen Wörter umzuformen, ne? Das ist so schwer. Vanilla Ice so wütend über die Zerstörung des Dio-Doppelgängers, dass er vollkommen entnehmend auf Iggy eintritt. Polnareff ist zwar entsetzt über den Zornesausbruch von Vanilla Ice, aber dennoch versucht er, Iggy mit seinen Silver Chariot zu retten. Vanilla Ice beschwört Cream herauf und macht sich bereit für den Kampf mit Polnareff. Der über den Verlust seiner Gefährten entzürnte Polnareff wirft sich Dios Diener Vanilla Ice mit aller Macht entgegen. So, diesmal nehmen wir irgendwie, was weiß ich nicht. So als Effekt. Ja, ist damit zum Beispiel. Ich kann eigentlich die ganze Zeit immer das nehmen. Wird es viel einfacher machen. Mit deiner Angriffskraft. Okay. Haben wir noch alles hier? Voll die Anspielungen überall. Ja, Foo Fighter. Kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Ja, ich habe irgendwas, was die Verteidigung erhöht, wenn es geht. Obwohl, das ist eigentlich auch nicht so teuer, ne? Mach mal das hier. Macht es eigentlich voll einfach, ne? Weiß nicht, ob ich das immer wieder aktivieren muss. Sieht so bescheuert aus, wie er so aus in seinem Mund redet. So, mit vollem Reif müsste das aber besser gehen, ne? Nein. War zum Glück. Zippasch. Nein, ich wollte ausweichen. Okay, mit den Angriff, ne? Den Angriff kannst du nicht abwehren. Das ist hier. Ja, drei Dinger. Die Aua einsetzen. Komm her. So, bam. Was ich noch einsetzen muss als Ding. Jetzt macht er mich im letzten Moment fertig. Ich hab maximal sich gerade. Komm her. Silver Chariot. Und zack. So ist mein fertig. Schade, da braucht man nicht. Non. Wir waren nur mal dieser eine Angriff. Aus der Luft. Ah. Irgend so ein Angriff konnte man in der Luft machen. Oh ne. Kann ich auch nicht abwehren, ne? Wie unfair ist das? Ich
Wirklich spiele ich das Spiel nicht online, dann würde ich die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegen wahrscheinlich, weil alle die OP-Charaktere nehmen. Das ist halt unfair. Hey, leck mich, Bams. Das war taunten, das ist wichtig. Rückblickend betrachtet hat der voll überpowerten Stand, ne? Man kann Leute in die Leere ziehen, ne? Der kann alles nicht aufsaugen. Er ist voll überpowered eigentlich. Wenn man so darüber nachdenkt. So, ich habe mir aber schön meine Anzeige gespart. Wie kriegst du jetzt in die Fresse? Bams! Sehr schön. Schlitz. Oh, bleib mal schön da. Boah. Komm, ich dann im letzten Moment. Guck mal her. Boah. Wie machen die das? Ich bin in letzter Zeit voll auf meine Grabs ausweichen. Und zack, muss es gewesen sein, oder? Na komm schon. Das war's, oder? Schlitz. Oh, sehr schön. Genau wie im Anime. Mehr oder weniger. Ja, geil, wie der im Anime einfach erlegt wurde. Einfach nur in die Sonne geschmissen. Hatte ich den noch nicht freigeschaltet? Natürlich hatte ich den noch freigeschaltet. War schon zur Verfügung. So, dann kommt jetzt als letztes Joseph gegen Dio. しかし、それでもなおバニラアイスは起き上がってくる。やはりな、バニラアイス。てめえ。うわ！血をもらったろ。 相手がディオと同じ吸血鬼になりかけているとしたポルナレフは壁を切り開いて日光を浴びさせついにこれを倒す。勝利と引き換えにポルナレフはアブドゥルとイギーを失った。だが今のポルナレフには悲しみで泣いている時間はない。ディオを倒すため彼は再び館の奥へと進み始める。 Bleibt jetzt nur Joseph gegen Dio. Da freue ich mich schon. So, letzter Kampf von Stardust Crusader. Gegner Gesundheit regeneriert sich. Gegner Anzeige füllt sich. Gegner in 60 Ticks besiegen. Da sollte ich vielleicht irgendwie so Angriffskraft oder so machen. Okay. Nach Kakyoins Niederlage verfolgt Dio Joseph durch die Straßen Kairos. Während der Flucht versucht Joseph das Rätsel zu lösen, warum Kakyoin den Uhrenturm zerstören hat. Aber da taucht plötzlich Dio auf und greift Joseph mit The World an. Joseph versucht den Angriff mit seinen Hanamon und seinen Stand abzuwehren.
So, wie ich jetzt mal schauen kann, Stand einsetzen oder setzt der Hamon ein? Ist da eigentlich sein Hamon einsetzen, ne? Mit Angriffskraft erhöhen. Sehr schön, Joseph. Eine coole Sau, finde ich. Der hat aber den Körper. Ja. Oh Mann. Ja, ich erinnere mich. Ja, meine Angriffskraft nützt sehr viel, wenn ich treffe. Was kann er? Boah. Guck sich da deine an. Okay, der hat nicht sein Dings eingesetzt. Das muss ich machen. Seine Kampflektion. Oh, ein Konter, leck mich. Ja, naja, kann ich eigentlich so kontern. Komm mal her. Nein. Wieder am Spammen ist, ne? Er setzt nur Gott ein. Das hat einfach nicht. Wie die CPU so beliebt sind, ne? Also langsam funktioniert. Boah, ist das klar. Oh nein, ich muss ihn einen 60 Tick besiegen, ne? Du würdest mir nur eingefallen. Nein. Ah, gibt's auch nicht. Ich komme, glaube ich, nicht dazu, die Dinge jetzt einzusetzen. Die Attacke. Der Kontern wird schwer. Ah, da ist die hoch vorbeigefahren. Nein, 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 nein. Dreck. Wie er aussah. Hier hat eigentlich jede Generation bis zum dritten Part der JoJo's bekämpft. Kann das sein, ne? Jonathan, ja, Joseph und Jotaro. Schon ein bisschen beeindruckend. So, jetzt komm mal her. Nein, der hat das. Oh ne. Oh mein Gott. Ma. Wollt das gern sehen. Oh, Dreck. Haben wir gar nichts von Joseph hier gesehen. Oh, wie doof, egal. Wie er ausgesehen hat, als die Zeit angehalten wurde, Mann. Oh my god. Dann schaffen wir ja noch einen Kampf von Part 4 wahrscheinlich. Joseph war stand und Dio zu treiben und Taiyo's Hamon zu nagashikomou to shita. Daga, attoudeki na The World no nouryoku ni wa kanawazu. Jotaro no mokuzen de knife wo mune ni uke, zessoku suru. Shikashi, sono chokuzen ni kakyouin ga inochi gake de nyushu shita jōhou. Dio no nouryoku ga 時間を止めるものであることを上太郎に伝えた。カキュイン。
Katrin hat also darüber nichts gesagt. すでに始末してやったぞ。ジョータロウ、次はお前だ。全てを託された丈太郎は一歩また一歩と前進していく。ディオをぶちのめすために。 Okay. Also, wir können noch einen Kampf von Part 4 machen. Yes, yes, yes. Ja. Komm mal mit Part 4 an. Wir müssen eigentlich auch ein paar sein, ja? Josuke gegen Shigekiyo. Wie kann ich ja nicht aussprechen? Okay, yes. Ich weiß jetzt nicht mal, ob er nochmal original so hieß, aber ich hoffe es. Shigechi no Harvest. Shigekiyo stand da gerade. Josuke und Okuyasu treffen Shigekiyo Yango, alias Shigechi. Ach so, ja. Der Nutzer eines neuen Stand. Mit seiner Kraft Harvest gewinnen sie 5 Millionen Yen in der Lotterie. Shigechis Gier ist jedoch übermächtig und behält das ganze Geld für sich. Er greift Josuke an und Okuyasu mit gewaltigen Attacken seiner Stands an. Ja, das lasse ich mir noch nicht bieten. So. Und dann fühlt sich mit der Zeit automatisch auf. Bams. Mach mal das mal. Shigechi war auch echt ein gieriger Mistkerl, muss man sagen. So, warte. Ja. Oh, der ist auch wieder so klein. Wenn ich ihn nicht treffen kann. Überhaupt, oh, was? Der bestimmt überhaupt nicht nervt, ne? Aua, was? Meine Güte, wie schnell heile ich mich denn hoch? Ich muss mich auch voll schnell hochheilen, geil. Oh mein Gott, dann kann ich ja los gewinnen. Bam! Ich kann auch gar nicht so verlieren, das ist auch voll unfair. Ich hab mal gewusst. Ernsthaft, der kann mich doch gar nicht so bedienen. Schnell, wie ich mich hochheile. Jetzt drehe ich völlig durch, warte. Kann er irgendwie mehr rufen oder was? Ich weiß, was sein Stand kann, aber an dem Kampf hier mehr rufen, aber sieht jedenfalls so aus, als würde er mehrmals rufen. So, ein bisschen schneller jetzt. Ich möchte mich nicht zu lange. Oh nein, hat sich nicht blau. Aua. Mach mal keinen Unterschied. Guck mal, wie schnell ich mich wieder hochheile. So schnell wie ich mich wieder hochheile, macht einfach keinen Unterschied. Nein, ich guck sie mal wieder. Das ist auch nicht so nervig zu treffen. Oh. Alter, ich komme nicht an den heran. Er ist auch alles. Bams. Nein, ich schaffe wieder. Ja. Ja.
Oh, leck mich. Hör jetzt mal auf. Die Krise. Bams. Kriegst auch mal eine ab. Ich habe schon zwei abbekommen. Guck mal, ich heile mich sogar während der Animation. Das ist auch voll unfair. Ich habe mich jetzt während meiner Special-Attacke hier. Oh, geil, Mann. Komm mal her. Hallo, Amy. Bizarre. Okay, es. Hast du ihn nicht auf die Idee gebracht, Manga? War doch den seine Idee. Der Typ war einfach nur zu gierig, irgendwie den Gewinn zu teilen. Na gut, würde ich sagen. Machen wir. Also ja, kommt ja auch noch. みんなで手に入れたお金は恨みがないように、みんなで平等に分けなくてはならないと。オラが間違ってた。みんなで見つけた宝くじだったんだ。だが、その直後にスタンドの数も考慮して分けるべきなどと言い出し、ジョウスケたちは再びうんざりさせるのだった。 Den konnte ich irgendwie nicht leiden. Manga, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, voll der Mistkerl. Nicht so Dio Mistkerl mäßig, aber Mistkerl mäßig. Mistkerl. So. Okay, jetzt zum Beispiel kämpfen wir sind gegen Kira. Okay, cool. Da würde ich sagen, aber ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.